Fuck this Lord. Game. Also die Aufnahme, also die Folge kommt heute dafür, aber morgen keine. Und weil wir haben was zu besprechen, aber zuerst will ich sagen, ich habe mein Zimmer umgestellt und jetzt kann ich Greenscreen benutzen. Er will einfach nur die Klicks. Nein, ich habe ja noch nicht angesetzt, also den Greenscreen, weil die Software noch kommen. Und das wollte ich nur sagen. Oh Gott, tötet es! Ja, Mob. What? Leck? Hallo? Ja, weil du am Uploaden bist. Also. So, jetzt läuft endlich auch meine Aufnahme. Fuck this game. Okay, dann können wir ja, sagen wir mal, besprechen. Jo. Dann fang mal an, Förder. Genau, wir haben nämlich jetzt, ich bin ja gerade jetzt in der Aufnahme reingejoint. Wir haben nämlich ein richtig fettes Gewinnspiel für euch am Laufen mit meinkey.de. Übrigens. Verlosen. Ja, nee. Sorry. Was übrigens? Nee, nee, meinkey ist, falls ihr denkt, kein Key-Kaufseite hier. Sondern ein Vergleichsportal. Ja, genau. Den Jus sagen, weil er ist halt behindert und hat seine Zunge im dritten Jahr in der Grundschule verloren, aber. Ey, Gaps, ohne Scheiß. Bei einer schweren Schlägerei auf dem Schulhof, das war echt heftig. Ja. War das nicht der Da ist ihm die Zunge im Eifer des Gefechts einfach rausgefallen. Da wollten die Ärzte. Ja, Niklas, wir haben und haben ihm stattdessen drei wieder implantiert. Das war halt das Problem. Ich sterb gleich. Und auf jeden Fall, wir verlosen das Spiel im Gesamtwert von. Ich glaube, ich war sogar über 400 Euro und das ist echt heftig. Also Watch Dogs ist dabei, Wolfenstein ist dabei, FIFA 14, GTA 5, Fußballmanager ist auch relativ meine Oma. Ja. Das findet ihr auch in der Beschreibung. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal durchschauen. Also finde ich eigentlich ziemlich nice, so die Aktion an sich. Zweimal ein 50 Euro Amazon-Gutschein ist auch dabei. Das finde ich eigentlich so am geilsten. Ja, das ist eigentlich auch mega geil. Mhm. Vor allem für auch Leute, die vielleicht mit YouTube anfangen wollen und sich davon irgendwie ein gutes Headset oder so kaufen können. Ja, oder genau. Ein Elgato oder so, je nachdem was. Ja, ja gut, ein Elgato kriegst du mit 50 Euro noch nicht, aber ich meine, das ist auch ein Anfang. Hä, wer baut hier ein Haus hinter meiner Mogli-Wohnung? Wer ist hier? Mogli-Wohnung. Das Geile an Mainkey ist ja, dass man, das ist ja nicht Vergleichsportal, ist das ja. Und dem so eine Art System, wo man seine E-Mail eintragen kann zu einem Game, wo du denkst, okay, das Game kostet jetzt 29 Euro. Ja. Und tragst du deine E-Mail ein und denkst, okay, scheiße, ich möchte nicht 29 Euro ausgeben, ich möchte jetzt genau 24,67 Euro ausgeben. Dann gibst du 24,67 Euro ein. Und du bekommst dann eine E-Mail, wenn das Spiel so teuer ist, also bei irgendeinem anderen. Genau, bei irgendeinem Anbieter. Und das finde ich eigentlich ganz geil, das ist ziemlich praktisch. Aber das ist echt mega. Ja, schon. Wo ist ja, weißt du, weil da musst du nicht immer selbst alles durchforsten und so, das ist echt. Also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Da jetzt irgendwie überschwänglich Werbung für machen zu wollen, aber das ist eigentlich echt eine geile Sache. Vor allem, wenn die uns dann die Möglichkeit geben, dafür noch ein Gewinnspiel rauszuhauen, also ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen. Auf jeden Fall die Leute. Ja, die ganzen Links und so weiter und auch nochmal alles, was ihr gewinnen könnt, findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Also ich hab grad hier offen, was man gewinnen kann, soll ich vorlesen. Und was ihr auf jeden Fall auch dafür tun müsst, ja, kannst du kurz sagen. Ja, hast du doch gerade gesagt, ja. Oder? Ja, also, haben wir irgendwas vergessen? Also ja, Watch Dogs, zweimal FIFA, zweimal GTA 5, zweimal Fußballmanager 14, zweimal Wolfenstein und zweimal Watch Dogs. Und falls ihr schon die Games habt, sieht so geil dann aus. Kann man auch ein Game eintragen, was man haben will. Also wenn ihr schon alles habt, wie gesagt. Ja. Also das ist eigentlich eine mega geile Aktion, muss man einfach mal so sagen. Ups. Ja, ich lobe mich mal selber, ich habe das echt gut gemacht. Seht euch an, das meint Gaps. Nein, bei mir auch zu sehen. Ja, ja, Alter. Das meint er? Das ist richtig heftig einfach. Ja, mein Minecraft ist vorhin komplett abkackt. Dennis, wir sind echt die krassen Gs. Warum? Weil ihr G seid. Du kannst es ja in unserer Folge angucken, bei mir und Dennis. Exklusives Material. Echt? Weißt du, was ich vorhin bei deiner Folge angeguckt habe? Oh Gott. Nee, aber erstmal. Hast du deine Zunge gefunden, oder was? Ey, nicht so. Die lag da rum, es waren so zwei Pixel. Ist halt solche rum. Monster, ne? Aber was ich mal noch sagen muss, Jungs, ihr dürft nicht immer sofort irgendwie, wenn man mal ein neues Texture-Pack nimmt oder so, das ist ja nicht nur bei mir, das ist ja auch bei Dennis so gewesen, ihr dürft nicht immer sofort losflamen und so, wisst ihr, ich meine, das ist halt alles immer Gewöhnungssache, das hatten wir ja schon in Staffel 1, wo wir manchmal Eier geflamed haben. Eier in meinem Hühnerstall sind, das gibt... Ich weiß, so viele einfach. Alter. Ja, schön, Gaps, dass du mir zwischenredest. Nee, aber ihr müsst da mal ein bisschen Geduld haben, sag ich mal, euch das mal so 2-3 Folgen lang einfach geben und dann hat man sich auch dran gewöhnt und dann ist das Texture Pack auch einfach geil, das ist einfach so. Boah, das ist einfach bei, man darf sozusagen nicht immer so ablehnend allem Neuen gegenüber sein, das ist man ja so normal von der Grundhaltung öfter mal. Nur Niklas ist so. Nee, aber jetzt mal, ohne Scheiß, da dürft ihr halt einfach nicht immer so sagen, ja, das ist voll scheiße, Alter, pack doch mal ein gutes Texture Pack rein. Ja, da müsst ihr halt mal ein bisschen Geduld haben, da müsst ihr halt euch so ein bisschen auch dran gewöhnen, einfach.
Und dann, ja, ist, dann geht das ja voll in Ordnung. Ja, wem gehört das Reutehaus hier hinten mit dem Birkenholz hier? Ja, mir wahrscheinlich. Ist es richtig, also relativ groß. Ja, das mit der Erde so, damit du bauen konntest, so umkleidet. Also ich bin jetzt auf Ebene 16, ich glaube, da ist die Diamanten-Ebene. Ja, das dürfte aber nicht. Ja. Nein, Ebene 12. Es ist ja 11, 12, 13, so. Ja, ist da, ist auch darunter gibt's vor welche. Vor der Tür so. Nein, es ist ja nicht mal fertig, es ist eine Mauer. So, jetzt habe ich die ganzen. Ich zünd das alles an, ist mir schade. Das ist wahrscheinlich von Hubi oder vom. Dezimiert. Wollte sagen, warum willst du das einfach anzünden? Das ist voll unnötig. Ja, was Lustiges. Ja, ich habe jetzt über ein Stack Hühnerfleisch. Alter. Ich habe auch noch 49. Ey, es wollten echt Abonnenten sehen, wie ich neben meinem Haus den Berg abtrage. Das ist voll gruselig. Also ich persönlich fände das voll langweilig, aber... Ist echt so, ne? Ich trau mich einfach nicht mit Nether rein nach letzter Folge, ohne Witz. Und ich rede viel zu wenig. Dann sag mal. Redet mit mir. Ich bin aber nicht. Nein, halt bitte deine Schnauze. Dennis, okay? Wie war dein Tag heute? Mein Tag, Ja, uninteressant, halt die Fresse. Okay, klar. Da muss ich immer an die Geschichte von Marcel denken, mit dem, wie ist sein Gamertag? Nein, hey, muss man nicht. Was? Pinocchio 95? Oh, bist du lustig, du Hurensohn. Das war echt nicht nett, Dennis. Hat gut getan. Mal was ich ja witzig finde, ist immer die Geschichte mit Antons damaligem Gamertag auf PlayStation. Ja. Er wollte sich einfach Pflanze nennen, hat das F vergessen und hat sich Pflanze genannt. Die Frage ist aber nicht, warum hat er das F vergessen? Die Frage ist, warum wollte er sich Pflanze nennen? So geil. Also... Ich hab ja vorher, also ich hab auch viele Rollenspiele gespielt, da habe ich einfach zum Beispiel bei WoW und sowas habe ich mir einen Druiden gemacht. Einige, die WoW kennen, ne? Die wissen ja, dass er sich in einen Baum verwandeln kann und deswegen habe ich ihn einfach Gemüse genannt. Gemüse! Ein Baum, der Gemüse heißt. Ja, und ich hatte mal in WoW, ich hatte mal einen Krieger, den habe ich dann Haufest genannt, weil er halt fest zusitzt. Haufest! Das finde ich aber. Oh mein Gott. Das ist irgendwie geil. Aber das Schlimme war. Ein, zwei Jahre später, als ich dann wieder mal reingeguckt habe in WoW, habe ich einfach drei Tauren gesehen, die so hießen. Halt mit so einem komischen Apostroph über den ganzen Buchstaben God. Drüber. Aber Haufest finde ich irgendwie geil. Das ist richtig schön mega. Eingedeutscht. Das ist echt so, ne? Ich wollte zuerst Hau drauf, aber das war in allen verschiedenen Varianten besetzt. Dann habe ich ihn Haufest genannt. Ich kannte auch einen, der hat seinen Goblin-Krieger-Beulerei genannt. Oh mein Gott. Ich finde das gerade so witzig, ne? Haufest. Also das ist halt irgendwie einfach nur witzig. Weil es ist ja nicht mal so, dass man sich jetzt dafür schämen müsste. Es ist einfach, nur witzig. Ich meine, wieso sollte man sich dafür schämen? So. Eben, wegen das ist Pflanzen. Das ist ein cooler Name. Ja, ganz ehrlich. Ohne Scheiß, was in WoW für Namen rumrennen, das ist richtig. Ja, oh mein Gott. Weil wie Gandalf. Das ist krass, das muss man einfach mal sagen. Ne? Ja klar. Gandalf ist so ein richtiger Lauch. Wenn sich echt nur Affen, ey. Oh Gott, nein! Oh. Der war so schlecht. Ja, ich hab Diamanten gefunden, Jörg. Ich auch. Oder? Ja, meine ersten Diamanten. Ich auch. Der war läuft bei euch. Ja, wie schnell der Diamanten findet. Ich hab erst in der letzten Folge Diamanten gefunden. Wie ist das jetzt eigentlich? Bekomme ich mehr Pflanzen, wenn ich die Blätter kaputt mache oder nicht? Wenn du was kaputt machst? Bei Bäumen, wenn ich die Blätter kaputt mache, bekomme ich dann mehr Pflanzen oder? Das weiß ich echt nicht, ohne Scheiß, das ist mir auch ein Rätsel. Wieder einfach Pflanzen. Ein Ding, aber habt ihr das eigentlich schon angesprochen mit dem, wenn man sich an jemanden rächen darf innerhalb von Folgen oder so? Habt ihr das schon angesagt? Ne, da haben wir ja sozusagen noch gar nichts für gefunden, sag ich mal, weil da wir haben uns einfach, überlegt. Was der Gaps macht. Wir haben uns überlegt, dass man sozusagen, nicht halt sich den Kill für immer aufsparen kann, bis dass man sozusagen in den nächsten 10 Folgen das macht. Ja, aber sozusagen für immer, dann sind für einen das halt die Folgen immer scheiße, wenn du heute in der Nähe bist. Ja, natürlich, aber wir sind ja nicht bei How I Met Your Mother. Ja. Ah, ja, also müsst ihr mal sagen, aber ich fände das einfach geil, wenn ich Pure ein bisschen in Angst leben lassen kann. Ich hab schon aber vergessen. Ich meine, das ist halt für ihn und für seine Folgen halt auch scheiße, weißt du? Eben, der traut sich ja nie wieder aus dem Haus raus. Ich bin gerade aus dem Haus. Deswegen finde ich den Regelflame ja auch so behindert, weil wir wollen ja sozusagen einfach nur, dass jeder halt gechillt zocken kann und halt an sich sinnvolle Sachen halt haben. Deswegen verstehe ich das halt nicht. Ich meine, ich hab's in der letzten Folge schon angesprochen. Aber naja. Ja, ich hab vorher den Witz gemacht, dass du ab und zu deine Regel kriegst. Oh Gott. Hey Dennis? Ja. Ey, wenn du mich jetzt tötest, ne? Jetzt so.
Hast du so viel Staub im Zimmer? Gulgazar was slain by Ixte Gandalf. Nee, das Boss ist Gandalf. So viel Staub, weil der Witz, den du gerade ausgekramt hast, war echt alt. Nee, der war eigentlich nicht alt, weil sonst by the way, dann macht. Lol, Gaps, was war das denn? Was? Ich hatte Jagger dann jetzt in der Mülltonne gesessen oder so. Auf einmal so, by the way. Gaps, geh von meinen Kisten weg. Geh von meinem Grundstück weg. Okay. Kann ich machen. Aber ich muss es nicht machen. Ja, Niklas, unsere Häuser sind relativ nah, oder? Ich muss einfach nur über den Hügel gehen, oder? Ist sogar Roll einfach rum. Ja, ein bisschen Stück ist es, aber es geht schon. Ist jetzt nicht so okay. Ich meine. Nee, Niklas, der Wasser hat ja. Nicht, dass der Hund es mit ansehen muss. Das Ding ist, dass du mich halt nicht erwischt auf frischer Tat. Okay, deswegen darfst du mich nicht töten. Also ich werde in den nächsten Folgen eine Falle für Pure bauen, die ziemlich lustig wird. Boah, da mache ich aber mit, wenn du willst, Gibbs. Ja, ja, ich hab Niklas gerade vorhin schon erzählt, was ich machen will. Aber jetzt können wir es natürlich nicht zur nächsten Folge machen, muss man sagen, weil jetzt weiß es Pure. Ja, das wird halt irgendwann kommen. Wahrscheinlich es, wird Pure derzeit eine für uns. Vielleicht bauen. Nächste Folge. Sozusagen, die Falle wird halt gebaut und Pure wird halt dann sterben. Ich dachte, man darf nicht durch Fallen sterben. Ja, natürlich darfst du durch Fallen sterben. Das ist sozusagen die Regel. Aber man sollte vielleicht nicht unbedingt Lava-Fallen machen, das finde ich schon ein bisschen. Wer ist in meinem Haus drin, bitte geh raus. Was ich richtig geil finde an Dynamic Lights ist einfach, wenn du mit Q die Fackel rauswirfst, leuchtet die auch. Was hast du gestohlen? Ich hab gar nichts gestohlen, ohne Scheiße. Aber Niklas, das würde ich gar nicht vertrauen, Gabs. Aber Niklas, wenn ich es in deiner Folge sehe, darf ich dich dann töten. Aber Niklas, du weißt, wenn du. Aber Niklas, du weißt, wenn du. Aber Niklas, du weißt, wenn du. Wenn du bei Gaps. Aber Niklas, du weißt, wenn du. Wenn du bei Gaps. Aber Niklas, was mach ich nochmal, Matthias? Wenn. Ja, du weißt, wenn du. Wenn du bei Gaps. Wann nochmal? Wann nochmal? Ja, du weißt, wenn du bei Gaps mitbaust, dann darf ich mich an dir rächen. Nein. Doch klar. Hey, wenn nicht was? Wenn du mitbaust bei meiner Falle. Ja. Hey, für Fallen darf man sich sowieso nicht rächen. Eben, das ist ja nur Fun. Ja, aber nicht, wenn man dann stirbt. Also Gaps darf ja natürlich jetzt solange, rechnen, solange die dir deine Sachen dann nicht stiehlt, das wäre halt normales Stehlen, dann darfst du dich rächen. Aber solange er halt, also Lava sollten wir sowieso übrigens nicht machen halt. Ja, dann legt auch fest, dass bei einer Falle nicht der halbe Server in die Luft gejagt werden darf und sowas. Ja, nee, es geht einfach darum, dass der Spieler einfach höchstens verwundet wird oder stirbt. Weiß aber halt nicht, dass er Sachen verliert oder so, oder irgendwas kaputt geht. Ja, ich würde meine Falle ungefähr der von Pure anpassen. Also ein Atompilz auf der Karte. Genau. Ein Atompilz. Ich hab schon wieder den grünen Saphir. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich aus meiner Höhle raus? Hey, ich hab da voll viele Seeds, ich kann ja wieder mal die Händeln füttern. Apropos Pilz, was ist eigentlich aus deinem Problem in deiner Vagina geworden, Matthias? Ah, das ging ganz einfach. Ich hab ihm Östrogen Gyn Once empfohlen und dann ging das alleine weg. Warum kennst du solche Wörter, Mann? Weil ich Fernsehen gucke. Jeder, der Fernsehen guckt, kennt das Garnistin. Nein, wie heißt das? Garnistin Gyn Once, glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Alter, was ist denn falsch mit euch? Gott, hast du noch nie Fernsehen geguckt, Dominik? Eben, ja, wenn man nicht. Ja, aber das kommt doch eh nur auf RTL, das kenne ich wenigstens. Nein, es gab eine Zeit lang, da war das so eine normale Werbung und so ein Sender. Eben, das war einfach so eine Werbung. Innerliche und äußerliche Anwendungen. Einmalig und das Problem ist. Oh mein weg. Gott, du Hund. Bin ich wieder hier. So, Pure so. Hat nichts mehr mit Mädchen zu tun. Wir haben ihm gerade die Lust auf Sex verfeiert. Ist halt echt so. Nein, habt ihr nicht. So, was weil ich einfach auch Diamanten? So der Mutterficker bin. Achso, du kennst doch sowieso die Folge von dem Dingens. Vom Cast mit den Smarties. Und sagen wir mal, ihr stellt mir jetzt eine Falle und ich falle nicht drauf ab. Ich falle nicht. Nee. Ich sehe die Falle, bevor ich zum Beispiel reinspringe, weil sie vor meiner Tür ist. Was dann? Und dann springe ich einfach nicht runter. Ich glaube, das wirst du merken, was der Gaps macht. Nein, aber wenn ich dann nicht. Ja, richtig geil. Es klopft an meiner Tür. Ich sage, ich nehme halt gerade auf. In dem Moment wirft mich eine Hexe mit ihren scheiß Hurensohn-Flaschen an. Und jetzt bin ich am Sterben. Ey, wer ist du kannst dadurch nicht sterben. Nee, aber was, wenn ich dann... Ja, aber es ist nachts und es sind ziemlich viele Zombies unterwegs. Was, wenn ich sich auf die Falle drauf reinfalle? Und da drüben ist ein Skelett, jawohl. Wer wird von Zombies beschossen? Oh mein Gott. Was, wenn ich dann nicht auf die Falle drauf reinfalle? Wenn du nicht drauf reinfällst, ja, dann war die Falle schlecht und du bist halt nicht drauf reingefallen. Ja, und dann darf er sich wieder rechnen, oder was? Oh mein Gott, ein Herz, oh mein Gott! Dann darf er nochmal eine Falle bauen, oder was?
Ja, wie haben wir denn jemals gesagt, dass Fallen auf 1 begrenzt ist? Ja, ich finde einfach nur, man sollte jetzt halt nicht jede Folge irgendwelche Fallen bauen, das ist ja auch langweilig. Oh mein Gott, das ist Skelett-Spawner! Ich finde, das sollte halt sowas mal für ab und zu sein, weißt du, so alle 20 Folgen vielleicht, oder 40 Folgen. Wer ist... Oh, Dennis. Komm jetzt zur Hilfe. Da unten ist das Skelett-Spawner. Wo ist das Ding hin? Ich hab so Angst. Ich wollte so ein bisschen die Welt erkunden, wegen meiner neuen Minimap und so. Aber by the way, Dennis, spring mal. Guckt euch das an bei uns. Guck mal, wenn du parierst. Ja. Guckt euch das an, Junge. Ich mach's hier schon wieder. Wir sind voll die Zen-Meister einfach. Eben. Guck das an, ich trau mich da nicht runter. Ich hab ein halbe voll Herzen tun. Ich hab auch kein Essen und kein... So, ist wieder Nacht? Ach so, ist ja Nacht. Ey, seit wann haben wir echt... Habt ihr den schon gefunden? Ja, das ist ja, das schon. So. Ich hatte gerade voll Angst. Wolltest du ein bisschen meine Minimap so aufdecken und auch zu Niklas gehen, um das Ganze auf der Minimap zu sehen? Und auf einmal... Ach du heilige Scheiße. Ich brauche einfach Holz, ich habe kein Holz. Eigentlich wollte ich ja heute in der Folge, merke ich gerade, die Spaßi-Spaß-Stadt gründen. Die Spaßi-Spaß-Stadt. Ja, weil wir haben nämlich ausgemacht, wir können auch Lazy-Town gründen. Man darf halt Städte gründen. Aber dort... Und die Städte dürfen halt bis zu einem gewissen Teil ihre eigenen Regeln machen. Aber dort in Lazy-Town darf man keine Fahnen machen, weil wir zu lazy dafür sind. Ja, wir müssen bedenken, dass Spaß ist Spaß, hat ganz, ganz viel Spaß. Oh Gott, nein! Oh Gott. Aber ich glaube, Pure ist die violette Schlampe, wie heißt die? Die violette... Nein, ich bin Sportakus. Oh Gott. Super, wie komme ich jetzt hier raus? Ey, da bin ich... Niklas ist Freddy faulig. Ich komme hier nur aus der Höhle raus. Ja, das ist doch geil, bei altes Life, Alter. Ja, dann buddel dich raus, du. Okay, dann bin ich einfach ein neuer Charakter, ich bin einfach Zwiebelkrieger. Vor allem, wie die Kopf mich immer mit Herr faulig angesprochen 66. haben. Hey, da ist eine Hexe. Oh fuck, das ist eine Hexe. Ja, die Hexe ist eine Hexe. Böse. Und ich habe fast kein Leben mehr. Ich LOL. Wieder ein bisschen Hühnchen. Was essen. Machst du da? Ja. Muss ich jetzt einfach nur rausbuddeln, das ist so langweilig. Ich hab nichts gesehen. Gaps, wo bist du? Ich spawntrappe die Monster bei mir. Oh, er hat eine Karotte gedroppt. Ich bin der Boss. LOL. Was ist denn hier? Hallo. Nein, das ist wohl auf meinem Haus raus, Gaps. Hä? Ich bin nicht in deinem Haus. Irgendjemand war gerade an meinem Haus. Der klar. Oh Gott. Alter. Dein Hund ist, der ist cool. Kann ich den mal streichen? Der übel geil. Achso, ja, wow. Dennis, ich bin gerade an deinem Haus vorbeigelaufen, weißt du, das was meinst. Ja, ich hab dich aus der Ferne mit Pfeilen beschossen. Wie lange sind wir eigentlich schon am Aufnehmen? 17 Minuten 24. Ich können wir schon noch ein bisschen. Okay, Minion. Alter, das ist ja übel, was hier alles ist schon. Richtig heftiger Hasenstein. Du hast ja echt gescheit aussortiert, die Händel, ne? Was mich mal übrigens, interessieren würde, das habe ich auch schon mal im Far Cry Let's Play angesprochen. Wie viele Leute interessieren sich eigentlich von euch, also von den Zuschauern vor allem auch und natürlich auch von euch jetzt hier, die mitspielen, für die WM? Und was sagt ihr bis jetzt dazu? Ich meine, also, was ist jetzt los? Vorgestern ist ja Spanien gefickt worden. Ja, stimmt, vorgestern war es ja jetzt auch von China. Ja, was ist Dominik? Ich hatte gerade auf dem Server den gleichen Fehler, den ich offline hatte. Wie das denn? Okay. Ja, dann start einfach neu. Muss halt auch neu neu starten. Ja, muss auch nicht, wenn er mit Dingen aufnimmt. Teilweise schon, teilweise Bein. Eigentlich nicht. Ist echt so. Die Spinne hat mich gerade so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Hey, du hast nicht wieder angesetzt unsere Pflanzen, Gaps. Doch. War alles leer, nein. Ja, das war schon so. Das war schon so. Ich habe so viel angesetzt, wie es ging. Okay, dann hat irgendwer das abgebaut, aber nicht wieder zurück. Mhm. Solche was Lampen. Denn? Ja, unsere Farm. Achso, nee, das war echt. Echte Huren, ne? Also ich baue immer alles ab. Ich auch. Ich baue dann auch alles wieder ab. Ich hoffe, nachher in der Aufnahme hört man den Creeper-Sound. Der ist nämlich echt geil. Ich baue immer alles ab, ist halt echt so. Ey, was soll ich denn jetzt gerade machen? Ich wollte gerade irgendwas machen. Ja, ich hole wieder Samen, dass ich die Hähnchen liebe. Oh ja, Spritzer. Ach so, ja genau. Oh ja, oh mein Gott. Bah, Alter. Leute, was ist falsch mit euch gelaufen? Ey, du kannst es auch mir geben, lass mal französisch, also mit einem deutschen, ne, mit französischem Akzent, ne, als Pornosynchronisator für Two Girls One Cup machen. Oh ja, schleck mal, ja. Oh ja, spritz auf Tiet, oh ja, spritz auf Tiet, ja. Oh ja, schleck mal, ja, schleck mal, ja, bitte was? Willst du das bitte sofort lassen? Ja, warum? Wie kann ich mir besonders schnell aufkaufen? Ist doch geil.
Oh jo, geht so geil. Kannst du besonders schnell? Auftauchen. Klapp mal, hey, oh, ja, halt mal. Mit hey, Taste gedrückt ja, halten, was anderes gibt's nicht. So geil. Wow, fette Höhle gefunden. Also, wer von uns ist der beste Pornosynchronisator? Stimmt mal ab in den Kommentaren. Oh Gott. Es gibt. Und allgemein, wenn ihr bis hier geguckt habt, schreibt am besten Basecam in die Kommentare. Bei für den Pornostar in. Nein, das ist zu einfach. Wenn ihr für Pornostar sein, braucht man einen großen Schwanz. Angelina die Porno schreibt in die Kommentare. Das Deluxe. Gib's noch Hauptsache, Alter. Was ist denn Schreibt das bitte nicht, oder Angeli, was? Das ist unfair. Das ist unfair, Das ist echt mies. Schreibt was in die Kommentare. Was? Er hat gesagt. Nein, ist nichts mehr. Angelina die Pornoschlampe, und was jetzt daran? Die Pornonutte. Ja, und was ist daran jetzt schlimm? Wer ist Angelina? In die Kommentare. Pius Mom. Achso. Pius Mom. Warte, was ist jetzt daran schlimm? Und Wasserfallhure ist nicht schlimm, oder was? Nee, Wasserfallhure ist nicht schlimm, weil das ist halt ihr wirklicher Beruf. Name halt. Sie heißt Angelina, die Wasserfallhure steht im Pass. Wie habt ihr das herausgefunden, diese Hure, Mann? Ja, die geht jetzt viel beim Lutschen. Wow. Hier hinten sind Pferde, Nacktpferde. Jetzt hat's gerade geleckt, ich muss das zweimal abbauen, ernsthaft. Sind auch Hunde wieder. Der Boss hat Karotten. Da ist wieder so ein Missgeburtenpferd, das heißt Babyhorse. Das werde ich jetzt töten. Ja, bring es einfach um, gelb. Ja. Warum seid ihr solche Mongolen? Wie es geschrien hat, die Hure. Oh. Ich bleib bei dir. Wie es geschrien hat, die Hure. Das arme Pferd, Mann. Kann ich ein paar Eier haben? Da also musst du die Natur zwei. Fragen. Ja, ich hab halt gerade aktuell keine mehr. Ich hab die gerade alle verworfen. Du müsstest halt warten, bis welche spawnen. Egal. Dominik, hast du zufällig Kuhleder? Hä? Der Server leckt doch ein bisschen, oder nicht? Ja, es hat gerade ein bisschen geleckt. Dabei nicht höchstens in meinem Haus gegangen. Ja, weil ich gerade ein bisschen am Erkundenbunden bin. Ich bin auch gerade. Die Höhle ist geil! Wie kann man denn die scheiß Map dann irgendwie was aktivieren? Jetzt ist so Underground-Modus, ja. Was hast du jetzt gesagt, Dominik? Hast du Kuhleder? Weiß es noch. Aber ich leg mein Handy ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Wer hat eigentlich bei mir da so gerade abgebaut, Mann, wenn das Subi oder der andere Ding da waren, Der andere Ding da. Oh mein Gott, der Hund, ich hab 14 Knochen mit. Ein Haus ist zu besser. Marcel wird alle töten. Dann töte ich Marcel, dass er nie wieder durchkommt, oder? Die Kiste muss ich mal gucken. Nee, ich hab, glaub ich, jetzt 400, der Boss. Ich glaub, ich hab das. Ja, 400, Ja, dann macht er halt, den Schirm warte im Winter. Ach du Scheiße, oh mein Gott, ich glaube, ich mache echt Husky-Rennen hier. Husky-Rennen. Geh nur mal gucken, Dominik, ich nehme wirklich nichts. Hey, wo ist denn das? Also, wieso tust du dich nicht bei Minecraft umbenennen? Ich finde, da sollte man dann aber auch ehrlich sein, wenn man halt, wenn der andere erlaubt, in die Kisten zu gucken, falls man irgendwas Spezielles braucht, dass man sich auch wirklich nichts anderes nimmt. Ja, ich sag mal so, auch wie gerade vorhin der Fall war vielleicht jetzt ein bisschen komisch am Anfang der Folge, wo ich dann Niklas sozusagen so, ja, wenn du was gestohlen hast, dann töte ich dich danach. Also ja, wenn man sozusagen ertappt wurde, dass man in seinem Haus war, ohne was zu sagen, dann muss man auch ehrlich sein. Naja, da muss man echt ehrlich sein, finde ich. Das ist richtig. Aber da habe ich ohne Scheiß nichts geklaut. Naja, ich sag's nur. Ja, kann man nicht wissen. Ein Donkey. Aber ich lasse die Hunde hinter mir herlaufen, oh, ich bin glücklich. Ja, ey, aber ich würde Katzen sind viel cooler als Scheißhunde. Ja, Katzen sind echt eigentlich krasser. Also die Hunde werden eh noch abschneiden. Aber vor allem bei Creeper findet ihr besser. Also ich habe Katzen, also Hunde sind Missgeburten, aber in Minecraft sind Hunde cool, weil die bekommt man so einfach. Und damit kann man Pure ärgern, dass er sie nicht hat. Ja, Karl. Ich hab's einen Hund. Und das gleich. Ja, Pure hat doch einen oder nicht. Noch? Ja, töte ihn, ich zünde all deine Hunde an. Dann zünden die dich an. Nein, werden die nicht. Spucken sie ihn an. Also wenn du nicht, sehen. Wenn man nicht mit einer Eisenrüstung gegen 5 Hunde ankommt, dann ist man echt schlecht. Also bist du echt schlecht, Pure, tut mir leid. Ist echt so, ne? Ist echt so. Und ich. Ist echt so. Ich bin gerade heftigst die Welt am Erkunden, Alter. Ich werde jetzt auch die Welt erkunden, weil ich. Weil ich habe mir dieses eine Plugin, was ihr, also die Minimap, die ihr aufs Hexit kennt, sozusagen, damit man immer alles sozusagen im Überblick hat, jetzt geholt. Dann sehe ich zwar nicht mehr die Mobs und so auf der Karte. Ja, die aber finde ich. Das kannst du so einstellen, schlimm. Ob du die sehen willst. Echt? Kann man das? Ja, du drückst M und dann oben links steht Option. Options und wo steht das denn drin? Musst du gucken, ich habe auch nicht ganz geguckt. Ich hab nur kurz reingespringt. Hat M? Ingame Weg. Welche Map hast du denn? Die du hast. Ja, Sebastian. Die Voxel Map. Ich glaube, der hat nicht die Voxel Map eben. Nicht, ja, da steht aber nichts von.
Du hast doch Mapwriter, oder nicht? Fertig. Ja, ja, da geht das gleich nicht. Ja, da geht das noch nicht. Punkt gestellt. Deswegen bin ich noch ein weiterer Vorteil der Voxel-Map. Ja, aber ich finde, der große Vorteil bei der Mapwriter-Map ist sozusagen, dass man immer die gesamte Minimap so sehen kann. Vielleicht schon, die Voxel-Map hat auch einen Vorteil in anderen Spielmodi. Ja, die Voxel-Map ist halt ein bisschen unfair, sozusagen bei Survivor-Games und so, wenn man die ganzen Gegner sieht. Blödsinn. Ja, warum benutzt... Habe ich eh schon verdammt viele Folgen damit aufgenommen, das ist richtig traurig eigentlich. Ich eigentlich auch, aber ich habe sie nie. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe ja auch teilweise, zum Beispiel bei Last Survivor hatten wir das ja auch mal gehabt, dass wir beide noch das Ding anhatten. Mhm. Die Voxel-Map, und wir haben einfach gar nicht drauf geachtet, weißt du? Ja, man checkt's dann halt erst so ein bisschen später, weil man irgendwie das gar nicht so wahrnimmt, dass man es gerade sieht, sozusagen, dass es eigentlich ein Regelverstoß ist, sowas bei mir. Ich habe sie sozusagen so ein bisschen wahrgenommen, aber ich hab's einfach nicht gecheckt. Ich hatte das jetzt nicht, weil ich nicht dachte, dass das ein Regelverstoß ist, sondern ich hatte wirklich einfach auf die Minimap geguckt. Und ja, und sozusagen gar nicht drauf geachtet, ob da was war. Ja, ja, gar nicht registriert. Ja, ich gucke eh nie auf die Minimap, weil ich immer vergesse, dass die an ist oder so. Ja, das habe ich aber auch übel drauf. Ich gucke auch relativ wenig auf die Minimap, also... Ich glaube, ich bin die ganze Zeit auf die Minimap. Und teilweise gar nicht. Jetzt habt ihr eine Diskussion angefangen mit euren Minimaps, Mann, was ist mit euch? Jetzt halt deine Schnauze, Dennis. Wenn wir über deine Videos reden, dann darfst du wieder reden, okay? Okay? Okay. Über meine Videos? Über deine Minimap. So. Nur wenn du eine kleine hast. Meine sind sowieso besser. Diese Schilder habe ich in der vorletzten... War es in der letzten oder war es in der vorletzten? Aber die sind auf jeden Fall wichtig. Meine Videos sind sowieso besser. Soll ich euch sagen, was ich gemacht habe? Vor allem die Auflösung und so. Eben. Mann, ich komme aus der Scheiß für die Auflösung raus. War aber auch einfach in der ersten Folge war so schlimm. Achso. Hey, gar nicht. Och klar, Mann. Alter, Sebastian, schläfst du eigentlich noch immer auf dem Bett im Pool? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, da muss ich hinlaufen. Du verliere ich denn so schnell Hungerbalken? Einfach ist echt so, ne? Bei mir gerade auch. Ja, ja, das, aber ich finde das geil. So. Ja, an sich ist es auch geil, aber das geht ja gerade wirklich innerhalb von 2 Nanosekunden jetzt mal ohne Scheiß. Oh mein Gott, Dennis, geh mal ins Wasser. Oh mein Gott, geht das schnell. Oh mein Gott, Dennis. Warum? Was habt ihr getan? Habt ihr irgendwie einen neuen Mod oder so? Nee, eigentlich nicht. Oh mein Gott! Was? Das ist so gut. Hä, was habt ihr? Also die Hunde sind nachgehüpft oder was? Nein, so ähnlich. Vielleicht liegt das echt an Inventory Tweaks oder so. Nein. Alle Inventory Tweaks, was? Das war jetzt gerade was anderes, weil mir die Äpfel da rausgetauscht wurden, das wollte ich eigentlich sagen. Aber vielleicht liegt das am Regen, meine ich. Was? Dass man so schnell gerade Hemd bei uns verliert. Oder Brötchen bei mir war es vorhin auch so, dass ich. Nein! Auch... Ja, mir kommt vor, mein. Getan. Ja. Aus Versehen auf die Fackel gekommen. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist aber es gibt einen neuen Trick, wie du jetzt wieder einfach joinen kannst, ohne dass du weggeportet werden musst. Einfach join und einfach einen anderen Slot spam. Ja, genau, Gabs. Schön, dass du durcheinander redest. Okay. Ja. Ich bin letztens, glaube ich, einfach wenn du gleich joinst, Dennis. Einfach wenn du gleich joinst, Dennis, einfach auf einen anderen Inventar-Slot spam, dann geht das. Naja. Oh mein Gott. Nein, ich ertrinke, nein! Wurde uns auch von aufmerksamen Nutzern in die Kommentare geschrieben. Und wie gesagt, ne, was ich nochmal sagen muss, bei mir werde ich es jetzt so handhaben, dass ich diese ganzen so, voll die scheiß Regeln, die ganzen Kommentare lösche ich inzwischen schon. Also nicht alle. So einer bist noch, du also. Wenn es jetzt noch so einigermaßen. Ja, ist auch verständlich. Konstruktiv, weißt du, wenn das halt so ist, ja, aber das könnte man ändern oder die Regel macht für mich nicht den Sinn, weil das und das, das ist für mich in Ordnung. Das ist für mich kein Ding, weißt du, aber wenn man einfach schreibt, du Kackspaß, deine Regeln sind voll scheiße, weißt du, sowas brauche ich doch einfach nicht. Weil Baum. Ja, so, also Beleidigungen sind echt scheiße. Ja, weil das ist, guck mal, ich meine zum Beispiel auch sowas wie, wenn wir jetzt mal einen Spaß machen, zum Beispiel auch mit Pure und so, weißt du, wenn man dann sagt so, Pures Lispelzunge, weißt du, dann heißt es wieder, ihr beleidigt nur Pure, ihr seid voll die Nappen. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, es ist ja meistens situationsbedingt, ist ja einfach so, wenn Gaps irgendeinen Scheiß labert, dann beleidigen wir Gaps. Ja. Nur Pure labert halt sehr oft einfach ziemlich im Schwachsinn. Ich hab einen Kürbis, das finde ich gut. Aber irgendwann hört der Spaß vorbei. Ja, wie gesagt, irgendwann hört der Spaß echt vorbei. Aber letztendlich ist es ja auch nur fast, deswegen... Hey Niklas, bitte sag, dass es jetzt Absicht war oder hast du es unbemerkt? Ja, natürlich war das jetzt Absicht. Das war jetzt 100% doch Absicht, du Bastard. Ja, das ist schon Gaps gerade erst wiederholt, du Vogel. Ja, aber es hätte auch sein können, dass es jetzt, dass du gar nicht bemerkt hast, war es. Ach, ja, und warum sag ich dann danach, es ist ja nur fast? Was nächstes Jahr mal als Versprecher hatte? Ja, dann, das habe ich nicht gehört, weil ich dir nicht zugehört habe. Das ist ja nur fast. Du so entsetzt, aber ganz ehrlich, morgen ist der 3. Juni und morgen der 11. Aber ohne Scheiß, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Spanien jetzt echt ausgeschieden ist in der Vorrunde. Bei der WM packt das nicht. Ja, ich finde das übel auch. Scheiße einfach. Ja, warum sollt ihr das feiern, Mann? Wie mir das einfach scheißegal ist. Nur weil sie so schlecht sind. Das hätte man einfach wetten sollen, da wäre die Quote so geil hoch gewesen. Ja, ich habe gehört, 98er Quote. Ja, Alter. Oh, das ist heftig.
für einen Euro und dann gibt's einfach 98 zurück. Oder stell dir vor, der hätte einfach so 1000 Euro draufgesetzt. Oder also eigentlich rein statistisch gesehen müsste sich doch irgendwann auszahlen, immer auf einen Underdog zu setzen, wo halt so richtig, richtig niedrige Quote ist, weißt du? Also wie wenn du per Roulette richtig hohe Quote halt. Also du meinst, wenn du dreimal sozusagen drauf setzt, nie gewinnst, aber beim fünften oder zehnten Mal in der Winzone bist. Zum Beispiel gäbe es, dass du, sag ich mal, bei einer Quote von 1 zu 8 achtmal setzt und bei einem Spiel muss doch was passieren. Gut, dann bist du halt wieder am Anfang, aber halt so insgesamt, meine ich. Ja. Halt vielleicht das ist genau das gleiche wie beim Roulette, wenn du verdoppelst. Die Strategie gibt es ja auch. Furlan. Ah, das leckt gerade. So, hey, ich will ja nicht pushen, aber ich nehme jetzt schon 30 Minuten auf. Und ihr habt hey, angefangen. Hey, Sebastian will die Folgen immer als erstes beenden. Achso, das war nein. Ich. Naja, will ich nicht. Ja, wir haben ja vielleicht 30 Sekunden länger als du gehabt. Jo, aber ich denke, dann kann man sie doch bald beenden, damit ich meinem Ruf gerecht komme. Außerdem ist Sebastian gleich weg. Ich stelle mich jetzt in das Bett rein. Und dann verabschiede ich mich, während ich meine Hundecrew angucke. Das ja, aber ihr wisst auch, was ich in der nächsten Folge vorhabe, das sieht man ganz gut, dafür brauche ich nur noch eine Ingredienz und dafür muss ich mir dann erstmal eine Diamantspitzhacke machen. Ja, und ich kann ja schon verzaubern machen, oder? Richtig. Haut dabei! Müssen wir direkt sagen. Ja, egal, haut rein, bis morgen um 17 Uhr. Und ciao. Jo, haut rein, Leute.